Servus! Franz, mein Name. Franz Schwanz und wenn einer lacht, komme ich vorbei bei euch daheim. Ist mir wurscht. Naja, ich wollte mich wieder melden bei euch. Ich habe eigentlich gesagt, mit dem scheiß YouTube und dem Internet und ist eigentlich nichts für mich. Aber die Zeit ist reif. Und mal wieder, ich muss mein Maul mal wieder aufreißen, weil da passieren Dinge da draußen. Ja? Und das zur Weihnachtszeit. Ja? Zum Beispiel bekomme ich von einer Bekannten von mir, ja? Die weiß genau, was ich für einer bin. Ja? Ich leg Wert auf Kultur. Ja? Ich rede aber nicht nur, dass ich meine Kultur erhalten will. Ich mache dafür dreimal die Woche Schützenverein. Einmal Stammtisch und einmal geht's zum Kegeln. Und das schon seit 24 Jahren. Ich brauche nicht auf die Straße gehen, damit unsere Kultur geschützt ist. Du. Das ist meine eigene Würzmischung. Haben wir. Ungefähr, ich könnte es mir überhaupt nicht leisten. Mittlerweile ist es so, dass ich meine eigene Wurst zusammenfresse mit meinen Leuten. Weil ohne die ganzen Subventionen meint ihr, dass einer die Wurst kaufen darf von mir. Aber das ist ein anderes Thema. Was kriege ich geschickt? Ich fresse eine Würstel. Seit Weihnachten gibt es Würstel. Im ersten, am zweiten Feiertag gibt es Würstel. Die Brotzeit der Wurst. Und wenn es einmal ist, vielleicht zwischendrin einmal ein Stück Leberkäse oder so. Aber was kriege ich geschickt? Was kriege ich geschickt als Bayer? Ja? Ja, was ist das? Ja, schaut's einmal genau hin. Ja? Eine halbe Stunde braucht ja mindestens jeder von uns, bis er anfängt zum Essen, wegen die scheiß Rosinen. Das sind ja über die Hälfte Rosinen. Wo ist denn das Gebäck? Ja? Hast du schon mal eine Auszogene gegessen? Oder ein Milliramstrudel? Ja? Total übertrieben, den Scheiß. Ich werde das auch nicht fressen. Ja? Ich schmeiß das Ding weg. Kann irgendeiner von euch? Kann er sich schicki zu den Schmarrn? Naja, und was ist der Punkt? Was ist eigentlich der Punkt, um was es mir geht? Ja? Ja, letzte Woche erst. Eigentlich wollte ich mich aufregen über die Idioten, die jetzt auf die Straße gingen, gegen die anderen Idioten aus Dresden. Ja, da wo der komische Stollen herkommt. Aber eigentlich, jetzt rege ich mich über die mal in Dresden auf. Weil jetzt kommen wir mal auf den Punkt, Freunde. Ja, 25 Jahre ungefähr ist her. Vorher esse ich auch noch Radlwurst, weil ich lasse mir nämlich meine Brotzeit von euch Wichsern nicht verderben. Ja, jetzt wird wieder hier Buhrufe geben oder was weiß ich. Ihr könnt machen, was ihr wollt, weil ich scheiße auf euch alle. Ja? Von vorne bis hinten scheiße ich auf jeden von euch komplett. Das müsst ihr euch mal klar werden. Naja. Auf jeden Fall. Jetzt gingen die Leute auf die Straße. Ja? In Massen. Weil von irgendwo anders arme Leute vorbeikommen. Ja? Irgendwo anders kommen arme Leute her, jetzt zu euch, ja? Und ihr macht einen Aufstand, was weißt du nicht, wie wenn es bei uns Weißwurst verbieten dann. Ja, so einen Aufstand macht ihr. Und jetzt kommen wir mal auf den Punkt, und das versteht ihr ja nicht. Weil, ja? Weil wenn es darum geht, irgendwie eine Kultur, ja? Nicht zu würdigen oder sich nicht zu integrieren in eine fremde Kultur, was ist denn mit euch gewesen? Ja? 25 Jahre ist her. Ja, das heißt ihr, ja, aus eurem schönen Sachsen, ja, da habt ihr nicht einmal gescheit mehr einen Rucksack gepackt, nein, ins Auto in der Nacht und seid zu uns gekommen, an die Bank habt ihr euch angestellt und jeder 100 Mark. Ja, wo kann man das Geld her? Das hat doch uns, der Fizikussi oder wie das heißt, hat es doch uns vorher auf der Tasche und unser Geld habt ihr geschenkt gekriegt, sind wir auf die Straße gegangen. Ja? Der Willi, ja, der Willi mit seinem Obststand. Halbe Stunde, es war leer. Bananen, alles habt ihr weggefressen. Ja, ja und? Ja? Innerhalb von 3 Wochen 5 Sachsen bei uns in der Firma gewesen. Ja? Und dann tun sie rein. Ja, ja nee, da Renni oder da Enrique
Ja, ich kann doch den Scheiß, ich hab's da gehört, jahrelang jetzt mittlerweile, ja, und dann Jacqueline und Noel. Und ich sag's mal so, wie es ist, und jetzt sag ich so, wie es ist. Ich verstehe euch genauso wenig, wie wenn der Ahmed mit Mustafa redet. Ja, das ist doch, für mich als Bayer ist das doch alles fremde Kultur. Und, wo war das Problem? Ja? Und jetzt hat, ihr wart's doch früher die arme Leid, ihr wart's doch früher die arme Würstel. Mei, arme Würstel war's halt, und haben wir uns aufgeführt, ja? Mittlerweile, jetzt, 25 Jahre später, wer spricht vor euch bayerisch, ja? Wir lassen euch doch in eurem Dialekt und wir lassen euch an den scheiß Christstollen fressen. Du sollst da ersticken an dem scheiß Christstollen. Und wo ist das Problem? Und deswegen, damit ihr mal merkt, was das überhaupt für ein Bullshit ist, hab ich nämlich mir eine Initiative überlegt. Weil nämlich, was meinst du, was hier los ist, wenn ich mal einen Schützenverein aus Ingolfing und aus Traunstein, ich kenne ja überall Leute, ich kenn's doch, für bis Berchtesgaden. Ja? Das ist für mich überhaupt kein Problem. Und wenn ich mal sage, Freunde, jetzt gründen wir mal eine Initiative. Ja? Papa Gesüda, oder was weiß ich, irgendwie so, wenn man es nennen, bayerische Patrioten gegen die sächsische Übernahme des Alpenlandes, weil die ist nämlich reell bei uns spürbar. Mehr spürbar wie bei euch die Islamisierung. Das ist nämlich die Wahrheit. Ja? Und wenn ihr mal die Fakten wirklich. Na, was rege ich mich eigentlich auf? Ja? Das sind doch nette Leute. Ja? Das habt ihr alle nicht verstanden. Und dann gehen jetzt die einen Deppen auf die Straße, gehen die anderen Deppen, die auf die Straße gehen, wegen irgendwelcher arme Würstel. Und anstatt, dass ihr mal zusammen euch hinhockt und überlegt, dass ihr alle verarscht werdet von jemand ganz wem anders. Aber ist ja auch wurscht. Ich wollte nur mal meinen Senf ablassen, weil es ist Weihnachten. Und ihr habt vergessen, wie ihr vor 25 Jahren zu uns gekommen seid. Ja? In so ein schöner Gruß an neben die Noelle, die Jacqueline und auch an Enrico, das sind nette Freund geworden, aber genauso an Ahmed und an Mohammed und an die anderen. Ja? Für euch.